Die Streifenwagen. Hallo, ihr Kleinen. Ist es nicht ein bisschen spät, um noch draußen zu spielen, selbst wenn es Weihnachtsabend ist? Ihr braucht nicht auf den Weihnachtsmann warten. Er achtet sehr genau darauf, dass die Kinder ihn nicht sehen. Hallo, Matt. Der Weihnachtsmann braucht Hilfe von den Streifenwagen. Er will ein paar Geschenke bringen, aber die kleinen Autos sind immer noch wach. Oh, na, wenn Hector Urlaub hat und Frank mit einer besonderen Aufgabe betraut ist, dann denke ich mal, du musst die Kleinen alleine überreden, ins Bett zu gehen. Ich verstehe. Matt versucht, die Kleinen mit ein paar Übungen müde zu machen. Oh, der arme Matt. Er sieht erschöpfter aus als die kleinen Autos. Da wirst du dir wohl etwas anderes einfallen lassen müssen. Großartige Idee, Matt. Eine Flasche Milch für jeden sollte sie müde machen. Ich kann es nicht glauben. Die Kleinen sind immer noch hellwach nach all dem. Warum liest du ihnen jetzt nicht eine gute Nachtgeschichte vor, Matt? Es funktioniert. Sieht so aus, als würde Matt auch gleich einschlafen. Ho, ho, ho.
Du denkst, das könnte der Weihnachtsmann sein? Der Weihnachtsmann sorgt dafür, dass ihn niemand sieht. Fröhliche Weihnachten alle zusammen. Ho, ho, ho. Die Streifenwagen. Da sind Susie und Jeremy. Sieht so aus, als wären sie wegen irgendetwas ganz aufgeregt. Oh, sie wollen zum Spielplatz. Was ist los, Freunde? Oh nein! Da hat jemand auf dem Spielplatz alles kurz und klein geschlagen. Ich denke mal, ihr müsst an einem anderen Tag wiederkommen, um zu spielen. Ich denke, Matt sollte hiervon erfahren. Auf geht's zur Polizeiwache. Wow, nicht alle gleichzeitig, Freunde. Großartig. Matt und Frank kümmern sich um den Fall. Gute Idee, Jungs. Wenn ihr euch aufteilt, ist die Chance, diese Vandalen zu finden, viel größer. Was ist das? Sind das vielleicht die Vandalen? Oh, es ist nur Frank. Diese Vandalen müssen sich wohl verstecken. Ihr denkt, die kommen erst abends raus? Hoffen wir mal, dass Matt und Frank die Vandalen auf frischer Tat ertappen. Oh, auf dem Spielplatz ist schon mal niemand. Ihr müsst wohl weitersuchen, Freunde. Klingt so, als kämen die Geräusche von der Baustelle. Aber das Tor ist geschlossen. Was für eine großartige Idee. Mit der Kamera könnt ihr über den Zaun schauen. Shh. Langsam, langsam. Es sind die Vandalen. Und wieder führen sie nichts Gutes im Schilde. Na, da schau einer an. Wenn das nicht Tyler Tig und sein Freund sind. Sieht so aus, als würdet ihr zwei eine Nacht im Gefängnis verbringen. Matt und Frank, auf euch ist wirklich Verlass. Die ganze Nacht habt ihr Wache gestanden, damit die bösen Jungs nicht versuchen zu entkommen. Da ist noch Arbeit für euch, Jungs, bevor ihr in die Freiheit entlassen werden könnt. Ihr zwei könnt jetzt erstmal den Spielplatz in Ordnung bringen. Schließlich habt ihr ihn auch so zugerichtet.
Jetzt, wo er wieder in Ordnung ist, wollt ihr wohl spielen, hm? Susie und Jeremy wollen das wohl auch. Matt hat recht. Ihr hattet euren Spaß. Jetzt sind die anderen dran. Schön zu sehen, dass jemand weiß, wie man auf dem Spielplatz richtig spielt. Zeit für diese bösen Buben nach Hause zu fahren. Hoffen wir mal, dass sie ihre Lektion gelernt haben. Gute Detektivarbeit, Jungs. In Car City herrscht wieder einmal Ruhe und Ordnung. Und das dank euch Zweien. Hallo Tyler, was treibst du da? Du spannst ein Seil? Wow, ein ganz schön lang gespanntes Seil. Wofür ist das Seil, Tyler? Wir sollen abwarten? Das gefällt mir gar nicht. Wer ist denn das da hinten? Oh, hallo Tao, was soll das alles hier? Was? Tyler hat gewettet, dass du es nicht schaffst, über das Seil über den See zu kommen? Ich weiß nicht, Tao. Das sieht nicht sicher aus. Du solltest wieder runtergehen. Du möchtest Tyler zeigen, dass du es schaffst? Das ist kein wirklich guter Grund, um so etwas zu tun. Vor allem nicht so etwas Gefährliches. Sei vorsichtig, Tao. Oh, pass auf! Ich kann nicht glauben, dass du das tust, Tao. Du hast es fast geschafft. Oh nein! Tao, alles in Ordnung? Du hängst fest? Oh nein! Tyler, kriegst du ihn da runter? Tyler, du musst Hilfe holen. Wir brauchen die Streifenwagen. Du willst keine Schwierigkeiten bekommen? Tja, Pech gehabt. Tao braucht Hilfe. Los, jetzt! Streifenwagen. Tao wollte über ein Seil den See überqueren. Das Seil ist gerissen und jetzt ist er eingeschnürt und kommt nicht runter. Könnt ihr ihm helfen? Hector, kannst du Amber holen? Tao ist vielleicht verletzt. Oh, wie gut. Ihr seid alle da. Halte durch, Tyler. Versuch, so still zu halten wie möglich, damit du nicht runterfällst. Hector, kannst du Tao losbinden? Okay, warte kurz. Lass Frank erst in Position fahren. Frank, fahr deine Leiter aus, damit Tao draufklettern kann. Okay, Hector. Schwing ihn rüber zu Frank. Jetzt kannst du Tao losbinden, Hector. Gut gemacht, Tao.
Bist du verletzt? Dein Reifen tut weh? Na, das glaube ich dir. Was meinst du, Amber? Er muss mit dir ins Krankenhaus? Er kann nicht selber fahren? Ich denke, wir kennen genau die richtige Person, die ihm helfen kann, dorthin zu kommen. Matt hat recht, Tyler. Du hättest Tao nicht herausfordern sollen, etwas so Gefährliches zu tun. Das Mindeste, was du tun kannst, ist, dich jetzt um Tao zu kümmern. Also solltest du jetzt Tao ins Krankenhaus bringen. Gut. Ich bin sicher, du fühlst dich bald besser, Tao. Und in Zukunft gehst du nicht mehr auf so gefährliche Wetten ein, nicht wahr? Das ist gut. Geh lieber auf Nummer sicher. Gut gemacht, Streifenwagen. Der Streifenwagen. Ah, ein weiterer schöner Tag in Car City beginnt. Sieht so aus, als wären Matt und Frank heute ganz schön früh unterwegs. Warte mal, wieso liegt denn hier so viel Müll rum? Na, da wollen wir mal hoffen, dass nicht noch mehr Mülleimer überlaufen. Schauen wir mal beim nächsten Häuserblock nach. Ja, ihr habt recht, Jungs. Wir sollten später nochmal wiederkommen und schauen, ob der Müll entfernt wurde. Wow, hier ist ja noch mehr Müll. Scheint so, als gäbe es keine saubere Straße mehr in Car City. Sogar vom Krankenhaus liegt der Müll rum. Keine Sorge, Amber. Matt und Frank sind schon an dem Fall dran. Was? Das Krankenhaus wird geschlossen, bis der Müll entfernt wurde? Hey Jungs, Amber sagt, aus Sicherheitsgründen muss das Krankenhaus geschlossen bleiben, bis der Müll weggeräumt wurde. Guter Gedanke, Matt. Gary, das Müllauto, sollte den Müll hier in Nullkomma nichts weggeräumt haben. Du denkst, Gary steckt hinter all dem, Amber? Dann solltet ihr ihn wirklich schnell finden, Jungs. Oh Mann, der Müll liegt überall. Ich hoffe, ihr findet Gary bald. Hey, hier ist Gary. Aber was macht er denn hier? Hast du die ganze Zeit gespielt, anstatt den Müll einzusammeln, Gary? Also, was ist hier los, Gary? Oh, du warst die ganze Nacht krank? Du hast recht, Matt. Hier ist die Hilfe von Amber gefragt. Hey, Amber. Matt und Frank haben Gary gefunden. Er ist wirklich krank. Kannst du zum Spielplatz kommen, jetzt gleich? Was denkst du, was mit ihm los ist, Amber? Er ist überarbeitet? Dann sollten wir ihn am besten abkühlen und auftanken, oder?
Danke, Frank. Matt, du hast nicht zufälligerweise einen Reservekanister dabei? Sieht so aus, als würde es Gary besser gehen. Wow, jetzt bist du ganz wild darauf, die Mülltonnen zu leeren, was, Gary? Vielleicht solltest du beim Krankenhaus anfangen. Amber musste es aus Sicherheitsgründen schließen, wegen dem ganzen Unrat, der davor herumlag. Super! Sieht so aus, als wäre Car City bald wieder sauber. Gute Arbeit alle zusammen!